irgendwie bürgert sich das hier ein, da wird einfach eine kleine Biorette gedreht, dann wird gezogen. Ja, was der Michael Düss hier vorhin so elegant vorgeführt hat, diese Pirouette am Anfang, kann nicht jeder, kann nicht jeder. Zwei Tage Gartenträume. Der Frühling ist in Sicht und der Garten muss natürlich wieder beackert werden. Die Blumen sollen blühen und dazu wünschen wir Ihnen natürlich schönes Wetter. Aber heute bei dem Moorpfannenrennen geht es wirklich um den großen Preis von Bad Nenndorf. Ich möchte erst ganz herzlichen Dank sagen an die Sponsoren, an die finanziellen Förderer, die dieses Moorpfannenrennen und die ganze Ausstellung und die Veranstaltung erst ermöglichen. Dazu gehört auch der Dank an das Team von der Kur- und Tourismusgesellschaft und einen ganz besonderen Dank heute an Herrn Scholl und sein Team. Denn er hat heute Premiere und er will einfach diesen Spaß für Sie begleiten und Sie richtig informieren. So, hier wird nochmal das Reglement erklärt. Und Frau Matthias gibt jetzt den Startschuss. So. So, ich gebe den ersten Startschuss. 3, 2, 1. Auf die Wanne, fertig, los. Einfach nur zurück. Wir haben ja technische Probleme. Die DLRG Launau nochmal zurück auf Start. Ich bin etwas ungeübt mit dem Schießeisen. Wir sind alle Pazifisten in Bad Nenndorf, deswegen können wir sowas nicht. Auf die Wanne, fertig, los! So, ja, Snoopys Saftschubsen haben so ein bisschen Probleme mit der Richtung. Die DLRG liegt leicht vorne. Ach, hier holt alles aus. Los! So, Snoopy ist auch fertig. Die Mutter ist mit Ziel, ein Applaus bitte. Ossi. Die Saftschubsen, die jetzt noch einmal die Seepferdchen von der DLRG Launau. Jetzt wurde mir gesagt, Finja Mutzfeld und Christoph Stierer. Den Christoph Stierer, den glaube ich euch, die Finja glaube ich euch nicht. Nein, wir springen ja schon. Du bist wahrscheinlich der Timo. Wir sind eben schon gestartet. Ah, okay, das ist also das Timo Klosmann und Lukas Mutzfeld starten einfach nochmal. Der ist dazu gut gefallen. Wir springen. Sie wollen es auch nicht so. So, und Benjamin Leutz, der Meisterschaftsprüfung meines Tages wurde bisher, und bei der Peter Kasper von der Kur- und Tourismusgesellschaft, die Kur-Klo 2, auf die Pfanne, fertig, los! Der Reifen ist geplatzt, das hat man noch nie! Das ist Hammer, wie der da gewesen ist. Ich bin noch echt gut drauf. Also das ist sensationell. Da hat doch bestimmt irgendeiner einen von diesen Nägeln da auf die Straße gelegt. Ja, die sind ja so gut.
Soll ich mal hoch? Nein, kann das einer hoch? Jetzt hat er den Helm vergessen, aber es ist nicht ihr Tag. Ist nicht ihr Tag. So, die Dehallergie ist schon wieder ins. Es ist tatsächlich der Rhein. Es ist die Achse gebrochen. Die Mauern sind da schon nicht mehr. Das muss mal passieren. Haben wir jemanden hier mit dem Schweißgerät? Irgendjemand? Kann einer eins von zu Hause holen? Herr Lott, ich bin schneller. Ja, ich hab fest rein. Währenddessen, Frau Kaspar. Das sieht richtig gut aus. Und jetzt darf sie auch schon wieder einsteigen und Herr Lott schiebt, was das Zeug hält. Zum Ausziehen auch. Ja, ich würde sagen, absolute Bestzeit. Machen wir jetzt. Mal raus aus den Klamotten und rein in die Wanne. Ja, typisch für den Sonntag. Ne? So, jetzt geben Sie alles. So, was machen wir mit der Wanne? So, wir wollen mal. Achse,